Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin MonkeyDoraffy und ich bin unterwegs mit den M6. Diesmal auf der Karte Chinesische Mauer. Zwar nicht einer meiner Lieblingskarten, aber man kann sie spielen. Manchmal auch nicht. Kommt drauf an. Ja, wir sind in einem Mittiergefecht. Wir haben eine Stufe über uns, Stufe 7, und eine Stufe unter uns, Stufe 5. Wir haben 6er eigentlich optimal. Das heißt, wir können eigentlich auch alles bekämpfen. So, wie man sieht, ich war auch nur mit Standardgranaten. Die Goldmunition habe ich gar nicht dabei, noch 3 HE. Wo ich auch ganz selten auf die HE umladen tue. Ich glaube, mittlerweile habe ich auch ein Setup für 8er Gefechte. Da habe ich dann sogar, da habe ich keine HE dabei, aber dafür die verbesserte Munition. Aber das halte ich nur drauf, wenn ich 8er fahre. Also ich habe drauf geschalten und vergesse wieder umzuschalten, dann habe ich es auch normal dabei, aber eigentlich, wie man sieht, hier gegen 6er, man muss auch dahin treffen, wo man hinzielt. Da hat man auch Durchschlag und dann schlägt man auch durch. Wenn man einzielt, ja, da schlägt man auch, macht seinen Schaden. 22 kritischer Schaden. Machen wir 27. Oh, wir haben eigentlich eine normale Roll gemacht. Die sind schon mal eine High Roll. Richtig. Raus mit die Viecher! Und dann nehmen wir den auch raus. Mit 4:3. Ja, der Glück können wir. Den habe ich nicht gedacht. Und hier den SMV CC56. Der ist extra dahinter. Hat schon da unseren Artis mitgetroffen. Weiß ich, warum die auch nicht sehen, dass ich hier kämpfe, warum die hier unbedingt reinschießen müssen. Das war jetzt ärgerlich. Guter Durchschlag. Und trotzdem. Und wieder. Glück, da prallt auch jetzt ab. Wieder von der Arti getroffen. Irgendwie kann ich dadurch auch, selbst wenn es grün ist, das nicht richtig penetrieren. Ja, da hat mich der Arti rausgenommen. Es hat mich ganz schön genervt. Weil anstatt andere Ziele, die offen sind, zu beschießen, schießt die ganze Zeit auf mich. Oh, hat mich auch verschrieben, hab extra geschrieben, denk's Artis. Weil ich glaube, ich bin mir fast sicher, ohne der Artilleries und der ständig betäubt sein und wäre das für mich besser ausgegangen. Hätte ich mich besser gegen den SMV CC wehren können. Das war halt sehr ärgerlich gewesen.
Ja, auch wenn jetzt vielleicht die nächsten Tage mal ein paar Videos mehr kommen. Ich weiß, dass ich in letzter Zeit wenig Videos oder zur Zeit auch kaum Videos mal hochgeladen hatte. Es liegt aber daran, A, kostet es Zeit, die Videos immer wieder zu machen. Und dann braucht man auch wenigstens ordentliche Runden. Deswegen gelangen wir jetzt auch nicht immer. Deswegen war ich jetzt mit Videos machen relativ wenig dabei. Ich hoffe, dass es wieder mal ein bisschen mehr werden kann, dass ich mal wieder mehr solche Runden habe wie diese, auch wenn sie nicht so perfekt liefen. Haben wir doch kombiniert 2500, fast 2600 Schaden gemacht. Selber uns gespottet. Oder Kette, weiß nicht, was jetzt das genau war. So, jetzt haben wir das Glück, wenn wieder gut gespielt wird. Ist nun mal der E75 Powerhouse. Gut, dass er so flach ist. Der Arti hat schön über ihn drüber geschossen. So hat davor geschossen. Aber jetzt müssen eigentlich beide zu lange nachladen. Auto-Aim sieht man, bringt auch nicht so viel. Trotzdem verschießen. Da vielleicht eigentlich gar den Finger. Und was die Suche macht, keine Ahnung. Wir gewinnen am Ende 15 zu 13 mit 22 HPs Vorsprung, also eine enge Runde. Und dann schauen wir uns noch das Gefechtsergebnis an. So, die Runde auf chinesischer Mauer mit den M6, wo mich ja der eigenen Art ist ja mit unter Beschuss hatten und dadurch ich ja, ein bisschen gehandicapt war. Aber es macht nichts. Es war ein Überlegsabzeichen von der Klasse. Das war meine erste Gunmark-Runde. Hatte bei der Runde die 65% überschritten gehabt. Und wir haben ja Wirkungsfeuer geschafft. Wir haben, trotz dass wir eigentlich relativ ja, schnell draußen waren, 2015 Schaden gemacht, damit den zweitmeisten Schaden. Unser Bassauto hat den meisten Schaden, ein Kill, 960 Basiserfahrung. Also doch eine relativ gute Runde. Ich habe 17 Mal geschossen, 15 Mal getroffen, 9 Mal penetriert. Es war dann aber auch teilweise durch die Betäubung, dass dann wirklich nicht dann geschossen hat, wo man wollte. Die Runde ging 17 Minuten, 17 Sekunden. Davon war ich dabei 3 Minuten 49 Sekunden. Deswegen war ich noch mehr überrascht, dass ich den zweitmeisten Schaden gemacht hatte. Und wir haben immerhin noch 31.658 Credits Plus gemacht. Wenn euch diese Runde gefallen hat, lasst bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich auch freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.